Speckbrote. Hallo zusammen. Heute machen wir zusammen eine Speckbrote. Ist euch aufgefallen? Ich habe heute ein Geschirr bekommen von der Porzellanfabrik Langenthal. Ich tue dir hier separat noch etwas dazu sagen. Aber der Teller, der am Schluss kommt, ist definitiv mal mein Favorit. Ich tue 3 Esslöffel Honig in eine Schüssel. 3 Knoblauchzehen, die ich presse. Wer es gerne etwas scharf hat, wie ich. Ich nehme Bruno sein Rosettenfeuer, ein Teelöffel voll vom Bünzli-Gewürz. Wer es nicht gerne so scharf hat, kann natürlich auch etwas milder rein tun, zum Beispiel Schiesspulver vom Bünzli-Gewürz. Oder einfach auch mit Salz und Pfeffer arbeiten. Oder auch noch ein bisschen Paprika, wenn man möchte. Dann noch einen Esslöffel voll Senf rein und alles gut vermischen. Dann nehme ich 1,2 Kilo Schweinsbrust. Ich nehme die jetzt ohne Schwarte. Man kann sie natürlich auch mit Schwarte machen. Wichtig ist, dass das Bein weg ist. Dann nehmen wir das Ganze ringsherum gut einreiben. Wer jetzt mit Schwarte macht, die Schwarte vorher noch rautenförmig einschneiden. Dann legen wir ihn in eine Gratinform und tönen im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Umluft ca. eine Stunde lang schön backen. Etwa ein bisschen im Auge behalten, so vielleicht nach 40-45 Minuten, falls es zu dunkel wird, mit einer Alufolie abdecken. Dann brauchen wir 700 Gramm festkochende Herdöpfel, die wir waschen, schinden und dann schön kleine Würfel schneiden. Und dann brauchen wir noch 700 Gramm Sauerkraut. Ich habe jetzt hier gekocht. Wenn man Ruhe hat, tue ich die Herdöpfel gerade dazu und tue das Ganze mitkochen. So tue ich die Herdöpfel jetzt schön im Salzwasser kochen. Etwa so 12 bis 15 Minuten. Dass sie noch nicht ganz lind sind. Und dann tue ich sie nachher im Sauerkraut zusammen erhitzen. Der Herdöpfel darf nachher ein bisschen auseinanderfallen. Dann tun wir die Herdöpfel zum Sauerkraut. Noch ein Schlückchen Wasser dazu oder ein bisschen Weisswein, dass nichts anbrennt. Und dann ist es zudeckt. Schön erhitzen. Die Herdöpfel dürfen, wie gesagt, ein bisschen verkeilen. Währenddem das hier schön köchelt, wollte ich euch schnell den wunderschönen Teller zeigen, der mir so gefällt, den ich von der Porzellanfabrik Langenthal bekommen habe. Könnt ihr dort auch kaufen. Ich schreibe hier unten rein, wo. Dann wickeln wir die Speckbraten noch schnell in die Alufolie wickeln und lassen 10 Minuten stehen. Und dann wickeln wir einen schönen etwa Zentimeter dick aufschneiden. Anrichten tun wir jetzt den Sauerkabis links und rechts vom Speck. Dann haben wir eine wunderbare Sache. Ich wünsche Ihnen einen guten zusammen.